Beim Betreten der Plattform las ich ein Schild, Blankenfelde. Damals sagte es uns noch nichts. Wir gingen zu Fuß weiter. In der Ferne sah man plötzlich ein Lager. Einige hohe Masten mit Stacheldraht, in den Ecken Wachtürme, Scheinwerfer und bewaffnete Wachleute. Beim Näherkommen sah man zwei Wachmänner, die hin und her gingen und das Lager bewachten. Ein wahres Krankenlager. Im Zimmer 20 Menschen, alle mit verschiedenen Formen der Tuberkulose. Denen, die auf der oberen Etage liegen, ist es leichter, denn die sind nicht mit dem Lumpenzeug behangen und auch die Flöhe, die der Regen runtertreibt, plagt die oben liegenden weniger als die, welche unten liegen müssen. Aber am unerträglichsten war der Gestank in der Baracke. Das Lager ist 1942, wenn ich mich richtig erinnere, errichtet worden. Und zunächst war es gedacht, also das Grundstück gehörte mit zu den Rieselfeldern dieses Stadtgutes hier. Und es wurde gepachtet von, war es die Reichsbahn oder die Deutsche Arbeitsfront, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, um ein Durchgangslager hier zu errichten, für arbeitsunfähige Arbeiter, die zurückgeschickt werden sollen, also Zwangsarbeiter, die zurückgeschickt werden sollten in ihre Heimatländer. Ziemlich schnell hat dann die Nazi-Regierung und die Verantwortlichen die Entscheidung getroffen, das ist ihnen zu aufwendig und zu teuer, diese Arbeiter zurückzuschicken. Man lässt die einfach in diesem Lager sozusagen als sogenanntes Krankensammellager, und diese Bezeichnung Sterbelager ist natürlich eine Bezeichnung, die erst nach dem Ende der Nazi-Herrschaft überhaupt aufgekommen ist. Das war wirklich speziell ein Lager für diese sogenannten Ostarbeiter. Und Ostarbeiter waren diejenigen, die alle zwangsdeportiert worden sind aus der ehemaligen Sowjetunion. Und ich habe ja auch Gräberlisten durchgeguckt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in der Gräberabteilung. Und da sind auch die Geburtsorte dieser Menschen dokumentiert. Und da würde ich mal sagen, von den 300 Gestorbenen, die ich in dieser Gräberliste gefunden habe, waren mehr als 50% aus der heutigen Ukraine. Aber eben auch Gebiete Weißrussland und Kernrussland. Mehr als 50% derjenigen, die dort in dieser Liste dokumentiert sind, waren im Grunde Jugendliche. Die waren im Alter bis zu etwas über 20 Jahre. Ein ganz großer Teil dieser Menschen dort sind als 13-, 14-Jährige aus ihren Heimatdörfern praktisch deportiert worden. Einfach 90 Meter rüber gemessen, dann sind wir genau hier an der einen Gebäudekante. Hier haben wir jetzt, sage ich mal, eine größere Fläche abgesteckt, so 10 mal 10 Meter im Quadrat. Wo ist die Ecke? Hier. Also die wird ab da. Wir haben ja in 2 Tagen ein Interview mit Raisa Bogdanova, und da wollte ich dich fragen, was du davon erwartest und wie du das halt vorstellst, was da alles passiert. Ich freue mich eigentlich schon voll drauf, weil sie ist ja auch Russin, so wie ich. Und ich hoffe, sie erzählt sehr viel über ihre Vergangenheit, also ob sie ihre Mutter vermisst und wie es für sie war. Und wir waren ja auch in Ravensbrück, und dort haben wir einen Zettel bekommen, dass ihre Mutter dort war, und den überreiche ich ihr dann. Ich hoffe, sie wird sich freuen darüber. Mal den ersten Quadranten abstecken. Oh, bitteschön. Also was wir hier genau machen, das ist, wir untersuchen oder wir versuchen, Spuren dieses ehemaligen Krankensammellagers von Zwangsarbeitern wiederzufinden oder überhaupt erstmal zusammenzufassen und dann aus verschiedenen
Sichtweisen zu überprüfen, was es noch gibt und wie man das Ganze für die Öffentlichkeit aufarbeiten kann. Das heißt, Zeitzeugenberichte zu hören oder Briefe zu lesen. Das heißt aber auch, dass eine Gruppe von Schülern aus dem 12. Jahrgang Ausgrabungen beginnen wird, um die Reste dieses Lagers zu finden oder eventuell Überreste dieses Lagers zu finden. Wir haben den ersten Fund gemacht, eine 50-Pfennig-Münze aus der Nazi-Zeit. Das, was man hier sieht, ist schon auch da, wo das Lager sich drauf befunden hat. Also hinten an der Baumreihe stand die Mauer, später ab 61. Aber bis dorthin ist vorher auch das Lager gegangen. Also man kann die gesamte Grundfläche hier auf dieser jetzt frei auch sichtbaren Fläche finden. Es sind verschiedene Gruppen von Personen, die in Deutschland unfreiwilligerweise arbeiten mussten. Beispielsweise die KZ-Gefangenen, die arbeiten mussten. Beispielsweise Kriegsgefangene, aber außerdem sehr viele Ausländer, die aus den besetzten Ländern nach Deutschland gebracht worden waren. Und diese ausländischen Zivilisten aus den verschiedenen Ländern, die werden heutzutage als Zwangsarbeiter bezeichnet. Sklavenarbeit ist für mich ein richtiger Begriff. Es waren, über 10 Millionen nach meiner Erinnerung. Und es waren zum Teil Personen, die sich freiwillig gemeldet haben. Da gab es Werbung und es hieß, kommen Sie nach Dortmund, das ist eine wunderschöne Stadt, da können Sie arbeiten. Sie dachten, oh toll, da können wir hin, da ist eine Bibliothek und ein Fluss und Park. Und dann kamen sie hin und stellten fest, die lebten wie im Gefängnis und mussten dort arbeiten. Andere Leute mussten deswegen nach Deutschland kommen, weil in den besetzten Ländern die Fabriken geschlossen wurden. Es hieß, meldet euch beim Arbeitsamt. Und das Arbeitsamt hat sie gleich nach Deutschland geschickt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ein Dorfvorsteher gesagt bekam, morgen kommen 50 Leute freiwillig. Und die mussten dann auch kommen. Und die vierte Möglichkeit ist die, dass beispielsweise ein Kino umstellt wurde, die Leute wurden so, wie sie waren, auf dem Wagen transportiert und nach Deutschland gebracht. Es waren die großen Firmen, die profitiert haben. Aber der ganze öffentliche Dienst, sprich die ganze Post, die ganze Bahn beispielsweise, basierte fast nur auf der Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Die städtische Verwaltung setzte Zwangsarbeiter ein zum Straßenkehren. Fragen Sie sich, wer davon profitiert hat. Die normalen Bürger haben davon profitiert. Im Krankenhaus wurden Zwangsarbeiter eingesetzt, beispielsweise, um, wenn Bombenangriffe waren, dann die Schwerkranken im Keller zu transportieren. Wer hat davon profitiert? Jeder Laden oder kleinere Betrieb, der Schraubenhersteller um die Ecke oder der Bäcker oder der Fleischer, hat auch seine Zwangsarbeiter, die bei ihm gearbeitet haben. Es ging noch einen Schritt weiter. In Familien wurden Zwangsarbeiterinnen eingesetzt, um, wenn die Mutter viele Kinder bekommen hat, um die Kinder zu betreuen. Ja. Waren Männer, Frauen und Kinder waren drin gewesen. Und als wir 1944 im Mai ausgebombt sind, ist meine Mutti da hingegangen nach dem Lager und hat gefragt. Und da sind drei Russen gekommen und haben uns helfen aufräumen, denn das Haus war zur Hälfte runter gewesen und die Steine und alles. Und da sind die gekommen, Steine abputzen. Also der eine weiß ich noch, der ältere Herr, der hieß Daniel. Das weiß ich. Zu essen haben wir sie auch gegeben, klar. Bloß, die waren schon so vernünftig gewesen. Die wussten genau, die sind nicht reingekommen in der Küche bei uns. Die haben gesagt, sie bleiben draußen sitzen. Dann haben wir ihr eine Bank hingestellt und einen Stuhl und alles. Und da haben sie dran gegessen, weil das war ja zur Nazi-Zeit, das war ja verboten. Man sollte ja nicht mal mehr mit den Leuten, die bei uns im Haus hier gewohnt haben, da hatten wir ein Polenmädchen, ein Russenmädchen, die sollten ja nicht mal mehr bei uns am Tisch sitzen. Aber das haben wir nicht so genau genommen.